Am 18.07.2024 um 19.55 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn zu einer Person im Rhein in Höhe der Insel Grafenwert alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Person unverletzt am Land ist, sodass der Einsatz beendet werden konnte. Im Einsatz waren der A-Dienst, das Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug 2, das Feuerlöschboot, das Mehrzweckboot, der B-Dienst, die Löschgruppen Altstadt, Niederdollendorf, der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, der B-Dienst, der Löschgruppe Bad Honnef, die Löschgruppe Röndorf, der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Bonn, die Deutsche Rote Kreuz Wasserwacht Rhein-Sieg, das Notarzt-Einsatzfahrzeug, der Rettungswagen 1, der Intensivtransporthubschrauber Christoph Rheinland, die Wasserschutzpolizei und 4 Funkstreifenkraftwagen.
Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.